und kommen damit zu Tagesordnungspunkt 20. Das ist die Wahl des Ministerpräsidenten oder der Ministerpräsidentin. Erlauben Sie mir, dass ich zwei Vorbemerkungen mache zum Organisatorischen. Auch das muss sein. Ich will Ihnen vorschlagen, dass nach der Wahl und nach der Annahmeerklärung noch die Vereidigung stattfindet. Und im Anschluss daran hat Herr Ministerpräsident die Gelegenheit, einige Worte zu Ihnen zu sprechen. Danach tritt dann eine Pause ein, in der die Möglichkeit besteht, dem Ministerpräsidenten zu gratulieren und natürlich auch, um den Medienvertretern die Gelegenheit zu geben, ihres Amtes zu walten. An Ihren Plätzen werden gerade, ist das der Fall, Umschläge mit den Wahlberechtigungskarten verteilt. Jawohl, da kommen Sie. Die Sie bitte zur Wahlhandlung mitnehmen und den Wahlhelferinnen oder den Wahlhelfern aushändigen, damit Sie dann die Wahlunterlage erhalten. Meine Damen und Herren, damit kommen wir jetzt zur Wahl. Gemäß Artikel 101 Absatz 1 der Hessischen Verfassung wählt der Landtag ohne Aussprache den Ministerpräsidenten mit mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder. Das ist der Originalverfassungstext und bedeutet im Konkreten, dass ein Wahlvorschlag mindestens 69 Stimmen auf sich vereinen muss, um gewählt zu sein. Nach § 7 der Geschäftsordnung des Hessischen Landtages erfolgt diese Wahl geheim. Ich darf dem Fraktionsvorsitzenden der CDU, Herrn Abgeordneten Michael Boddenberg, das Wort erteilen. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, namens der Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen des Hessischen Landtages schlage ich Ihnen zur Wahl des hessischen Ministerpräsidenten, Herrn Abgeordneten Volker Bouffier, vor. Danke sehr. Abgeordneter Boddenberg, ich bedanke mich und frage, ob weitere Wahlvorschläge gemacht werden. Das ist nicht der Fall und damit kommen wir zur Wahlhandlung. Nach dem Namensaufruf der Abgeordneten, der wiederum einzeln erfolgen wird, erhält jeder von Ihnen nach Vorlage seines Wahlberechtigungsscheins von den Wahlhelfern einen neutralen mit dem Siegel des Hessischen Landtages versehenen Briefumschlag und, vielen Dank, eine gelbe Stimmkarte. Der Ausgabetisch befindet sich diesmal wiederum von mir aus gesehen rechts. Von dort aus gehen Sie bitte zur Wahlhandlung hinter der Porträtwand zu einer der beiden Wahlkabinen. Dort gibt es einen Dorn. Die älteren Mitbürger dieses Landtages kennen dieses Verfahren schon. Ich möchte trotzdem, weil es ein wichtiges Verfahren ist, es Ihnen schildern. Mit dem dort befindlichen Dorn kennzeichnen Sie die Stimmkarte und stecken Sie ohne zu falten in den Umschlag. Bitte kleben Sie den Umschlag nicht zu. Den Umschlag mit Ihrer Stimmkarte werfen Sie bitte bei den Wahlhelfern in die Wahlurne. Die beiden Wahlurnen werden Sie auch diesmal wieder vor mir auf dem Stenografentisch befinden. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass Ihre Stimmkarte lediglich mit diesem genannten Dorn an der gekennzeichneten Stelle innerhalb des Kreises mit einem Loch versehen werden darf und keinerlei weitere Kennzeichnungen wie zum Beispiel Knicke, Beschriften oder Materialveränderungen enthalten darf. Eine weitere Markierung oder eine abweichende Farbe der Stimmkarte würde die Ungültigkeit der Stimmkarte zur Folge haben. Enthält die abgegebene Stimmkarte keine Entscheidung für Ja, Nein oder Enthaltung, gilt die Stimme als nicht abgegeben. Ich füge hinzu, macht jemand einen Fehler bei diesem Verfahren,
in der Wahlurne. Möge er sich bitte bei mir melden. Das kann jederzeit bei einem solchen Verfahren passieren. Es ist keine Schande. Und Sie erhalten eine neue Wahlkarte und Sie erhalten erneut die Möglichkeit, Ihre Wahlentscheidung abzugeben. Bitte kommen Sie auf mich zu. Wenn es nicht passiert, besser. Wenn es passiert, alles können wir hier regeln. Dafür ist Ihr Präsidium da. Ich bitte erneut, die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zum Ausgabetisch zu kommen, um sich dann entsprechend ihrer Aufgabe vor dem ordnungsgemäßen Zustand der Wahlkabinen, der Wahlurne und der Wahlunterlagen zu überzeugen. Jetzt warten wir ab, was Sie uns an Rückmeldung geben. Und? Ach so, nein, Entschuldigung, war zu schnell. Und gibt mir jemand ein Signal? Also es sieht so aus, dass keine Beanstandungen gegen den ordnungsgemäßen Zustand erhoben werden. Bevor die Schriftführer jetzt mit dem Namensaufruf der Einzelnen erfolgen wird, beginnen, bitte ich jetzt, die beiden Türen hinter mir zu schließen und sie auch während des Wahlganges geschlossen und während der Auszählung geschlossen zu halten. Ich bitte die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer darauf zu achten, dass die Wahlhandlung geheim abläuft. Und ich bitte, sich jeden daran zu halten, diese beiden hinter uns liegenden Türen während der Wahlhandlung nicht zu benutzen. Sie können den Plenarsaal jederzeit durch andere Türen verlassen oder betreten. Bitte nicht durch diese beiden Türen. Ich frage Sie, haben alle Ihre Wahlberechtigungskarten erhalten? Gibt es noch jemanden, der keine Wahlberechtigung hat? Auch wir hier oben haben unsere Wahlberechtigungskarten. Wunderbar. Ja, dann, wenn das so ist, darf ich bitten, mit dem Namensaufruf der Abgeordneten zu beginnen. Ulrike Alex, Tarek Al-Wazir, Katrin Anders, Lena Arnold, Sabine Bächle-Scholz, Dirk Bamberger, Jürgen Banzer, Dr. Ralf Norbert Bartelt, Elke Barth, Alexander Bauer, Frank Thilo Becher, Holger Bellino, Peter Beuth, Markus Bocklet. Michael Boddenberg, Christiane Böhm, Karl Bolldorf, Volker Bouffier, Silvia Prünnel, Dr. Matthias Büger, Thailand Burcu, Ines Klaus, Miriam Dahlke, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Frank Diefenbach, Angela Dorn, Tobias Eckert.
Nina Eisenhardt, Arno Enners, Nancy Faeser, Martina Feldmeier, Thorsten Felsterhausen, Carina Fissmann, Hildegard Förster-Heldmann, Jürgen Frömmrich, Sandra Funken, Klaus Gagel, Dirk Gav, Kerstin Geis, Lisa Gnadl, Eva Goldbach. Dr. Frank Grobe, Vanessa Kronemann, Stefan Krüger, Gernot Krumbach, Dr. H.C. Jörg-Uwe Hahn, Karin Hartmann, Erich Heidkamp, Christian Heinz, Birgit Heitland, Thomas Hering, Klaus Herrmann, Priska Hinz, Heike Hofmann, Markus Hofmann, Das ist
Stefan Müller, Petra Müller-Klepper, Dr. Stefan Naas, Claudia Papst-Dippel, Manfred Penz, Moritz Promny, Janki Pürsün, Lucia Puttrich, Dr. Dr. Rainer Rahn, Claudia Ravensburg, Michael Reul, Volker Richter, René Rock. Günther Rudolph, Michael Ruhl, Max Schad, Dr. Thomas Schäfer, Thorsten Schäfer-Gümbel, Jan Schalauske, Marion Schad-Sauer, Hermann Schaus, Gerhard Schenk, Heidemarie Scheusch-Paschkewitz, Katrin Schleenbecker, Mirjam Schmidt, Heiko Scholz. Thank you.
Dimitri Schulz, Armin Schwarz, Uwe Serke, Dr. Daniela Sommer, Sadet Sönmez, Frank Steinraths, Oliver Stierböck, Manuela Strube, Ismail Tippi, Oliver Ullott, Tobias Utter, Joachim Feilmann, Bernd Erich Vohl, Matthias Wagner. Astrid Wallmann, Alexandra Walter, Kati Walter, Thorsten Warnecke, Sabine Waschke, Marius Weiß, Dr. Ulrich Wilken, Axel Wintermeier, Walter Wissenbach, Janine Wissler, Turgut Yüksel, Felix Martin, Lukas Schauder und Boris Rhein. Nicht, dass der Wagen kommt mit dieser weißen Weste. Gut, okay. 34.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf die Frage stellen, ob alle Stimmkarten abgegeben worden sind und ob jeder die Möglichkeit und Gelegenheit hatte, zu wählen. Das ist offensichtlich der Fall. Ich höre keinen Widerspruch. Dann kann ich jetzt die Wahlhandlung schließen, was ich auch tue. Ich schließe die Wahlhandlung und bitte die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, jetzt mit der Auszählung der Stimmen zu beginnen. Bis zur Bekanntgabe unterbreche ich die Sitzung, würde Sie aber bitten, im Plenarsaal zu bleiben. Aber fleißig nach vorne, ich will nicht aufpassen, da ist es. Ja,
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir treten wieder in die Sitzung ein und ich möchte das Ergebnis der Wahl bekannt geben. Zahl der anwesenden und stimmberechtigten Abgeordneten 136. Zahl der ausgegebenen Stimmzettel 136. Zahl der abgegebenen Stimmzettel 136. Zahl der gültigen Stimmzettel 136. Zahl der ungültigen Stimmzettel 0. Auf den Vorschlag Volker Bouffier entfielen 69 Ja-Stimmen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich der Vollständigkeit halber gleich noch, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen.
Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich der Vollständigkeit halber auch noch mitteilen, dass es 66 Nein-Stimmen und eine Stimmenthaltung gegeben hat. Damit ist Volker Bouffier oder damit sind auf Volker Bouffier die verfassungsmäßig erforderlichen Stimmen bei der Wahl zum hessischen Ministerpräsidenten entfallen. Herr Abgeordneter Bouffier, ich frage Sie, ob Sie die Wahl annehmen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, meine Damen und Herren, wir kommen damit zu Tagesordnungspunkt 21. Das ist die Vereidigung des Ministerpräsidenten gemäß Artikel 111 der Hessischen Verfassung. Und ich darf die Damen und Herren im Plenarsaal, auf der Besuchertribüne, aber natürlich auch hier bitten, sich von den Plätzen zu erheben, was Sie bereits gemacht haben. Der Abgeordnete Bouffier, nach Ihrer Wahl zum Ministerpräsidenten des Landes Hessen werde ich Sie nun vereidigen, denn nach Artikel 111 der Verfassung des Landes Hessen leistet der Ministerpräsident den Amtseid vor dem Landtag. Ich lese Ihnen jetzt den Wortlaut des Ministerpräsidenten des Eides vor und ich bitte Sie, ihn nachzusprechen. Sie können dies unter Hinzufügung einer religiösen Beteuerungsformel tun. Ich schwöre. Ich schwöre, dass ich das mir übertragene Amt unparteiisch. Dass ich das mir übertragene Amt unparteiisch nach bestem Wissen und Können verwalten, nach bestem Wissen und Können verwalten, sowie Verfassung und Gesetz in demokratischem Geiste befolgen, in demokratischem Geiste befolgen und verteidigen werde. Und verteidigen werde, so wahr mir Gott helfe. Herr Ministerpräsident, Sie haben damit den Eid geleistet und sind vereidigt. Ich gratuliere Ihnen sehr herzlich und wünsche Ihnen Erfolg. Ich wünsche Ihnen Glück, aber ich wünsche Ihnen insbesondere Gottes Segen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Ministerpräsident. Herr Ministerpräsident darf Ihnen das Wort erteilen zu einer Erklärung. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Damen und Herren. Ich danke für das Vertrauen, das mir die Mehrheit der Abgeordneten des Hessischen Landtages soeben ausgesprochen hat. Ich bin sehr dankbar für dieses Vertrauen und ich weiß, was es bedeutet. Denjenigen Kollegen und Kollegen, die mir heute ihr Vertrauen nicht aussprechen konnten, biete ich eine faire Zusammenarbeit an. Meine Damen und Herren, diese Legislaturperiode beginnt in einer Zeit außergewöhnlich vielfältigen und raschen Wandels. Globalisierung, Digitalisierung, Flucht, Migration, Klimawandel mögen als Stichworte genügen. Viele vertraute Gewissheiten in Politik und Gesellschaft schwinden oder haben sich aufgelöst. Die technische Entwicklung, zum Beispiel durch die Digitalisierung, verändert unser gesamtes Leben. Diese Entwicklung bietet große Chancen, birgt aber auch Gefahren. Viele Bürgerinnen und Bürger in unserem Land haben Zweifel, sind unsicher, ob es uns gelingen kann, diese Chancen erfolgreich zu nutzen und die Risiken zu meiden. Sie suchen deshalb Halt, sie suchen Orientierung. Unsere gemeinsame Aufgabe muss es deshalb sein, diese Orientierung zu geben, konkret
Antworten zu bieten und diesen Wandel erfolgreich für die Menschen in unserem Land zu gestalten. Dabei bleibt mein Ziel das gleiche, wie ich es bei meiner ersten Wahl als Ministerpräsident in diesem Hause vorgetragen habe. Ich möchte ein Ministerpräsident sein für alle Bürgerinnen und Bürger. Für die, die mich gewählt haben, aber auch für jene, die mich nicht gewählt haben. Hessen soll auch zukünftig ein starkes Land sein, ein erfolgreiches Land, in dem die Menschen gut leben, in dem die Menschen sich zu Hause fühlen und in dem ein Umgang respektvoll und wertschätzend zwischen allen Bürgern unser gemeinsames Ziel sein muss, meine Damen und Herren. Und deshalb darf es auch in Zukunft in Hessen keinen Platz geben für Hass, für Ausgrenzung, für Gewalt, für Antisemitismus oder Extremismus jeder Art. Dies ist ein Land, das Freiheit lebt, und das ist eine Verpflichtung für uns alle. Gerade in Zeiten vielfältigen Wandels müssen wir Orientierung geben und auch Haltung bewahren. Wir müssen die Gesellschaft zusammenhalten, den Menschen eine Heimat geben, unseren Wohlstand sichern und unsere Lebensgrundlagen bewahren. Das ist natürlich besonders eine Aufgabe einer Regierung. Aber es ist eine Aufgabe für uns alle. Dabei haben wir, die Politikerinnen und Politiker, eine besondere Verantwortung. Auf uns schaut man mehr als auf andere. Wir haben das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger erhalten, um in diesem Parlament für sie zu arbeiten. Diese Verantwortung tragen wir in der Sache und im Stil. Der neu gewählte Präsident und auch der Alterspräsident haben es anklingen lassen. Meine Damen und Herren, nicht zuletzt ein Blick in die sogenannten sozialen Netzwerke zeigt, dass der Ton rauer geworden ist, dass auch die politische Auseinandersetzung rauer geworden ist. Streit in der Sache, das Ringen um den besten Weg, das gehört zur Demokratie. Persönliche Verunglimpfung oder sogenannte Hate Speeches dürfen nie zu dieser gelebten Demokratie gehören, jedenfalls nicht unwidersprochen. Sie missachten, und zwar zunehmend, die Würde jedes Einzelnen, und sie untergraben die Autorität der parlamentarischen Demokratie und insbesondere auch eines Parlaments. Der Alterspräsident hat Max Weber schon erwähnt. Und es ist interessant, vor genau 100 Jahren, im Januar 1919, hat Max Weber seine berühmte Schrift vorgelegt, Politik als Beruf. Er hat dort drei Kriterien genannt für die Qualität eines Politikers, einer Politikerin. Erstens, Leidenschaft in der Sache. Zweitens, Verantwortungsgefühl und drittens, Augenmaß. Ich wünsche uns gemeinsam, dass es uns gelingen möge, diesem Postulat zu folgen, im Interesse der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Ich gehe meine Arbeit an mit großer Freude, aber auch mit Demut vor der Aufgabe. Mir ist eine Freude und eine Ehre, gemeinsam mit Ihnen auch in der neuen Legislaturperiode für dieses Land und seine Menschen arbeiten zu dürfen. Ich danke all denen, die mir heute ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Ich wünsche uns gemeinsam Erfolg in unserer Arbeit und unserem Land eine friedliche und erfolgreiche Zukunft. Gott segne dieses Land und Sie. Ich danke Ihnen. Herr Ministerpräsident, ich bedanke mich sehr herzlich. Gibt es noch einen Blumenstrauß für den Herrn Ministerpräsidenten?
Der kommt jetzt natürlich. Es gibt, glaube ich, sogar noch viel mehr als dies. Herr Ministerpräsident, ich will Ihnen im Namen des gesamten Hauses gratulieren. Der Hessische Landtag freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Ich werde jetzt gleich die Sitzung unterbrechen für 45 Minuten, um Ihnen Gelegenheit zu geben, Ihr Kabinett zu benennen, dass Sie dann anschließend vor dem Hause vereidigen können. Es gibt darüber noch eine kleine Information an die Gäste und an die Mitglieder des Hauses, dass in der Lobby Kaffee, kalte Getränke und ein kleiner Mittags-, wahrscheinlich eher Nachmittags-, Imbiss zu erhalten ist, und zwar kostenfrei. Sie sind herzlich eingeladen. Auf gute Zusammenarbeit, Herr Ministerpräsident. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte mich herzlich bedanken für das Geschenk, wenn Sie erlauben, zu sagen, meiner Fraktion ein Kompass, den kann man gut gebrauchen. Und ich möchte diese Blumen, auch in Absprache mit meiner Frau, die sie eigentlich bekommen hätte, heute jemanden geben, ohne den ich heute nicht gewählt worden wäre. Ich möchte Ihnen, Herr Kollege May, ausdrücklich Danke sagen und diese Blumen Ihnen schenken, damit Sie sie Ihrer Frau weitergeben können, mit besten Grüßen für die kleine Tochter und an Ihre Frau. Also diese Blumen, die sind für Sie. Meine Damen und Herren, die Sitzung ist unterbrochen für 45 Minuten. Wir sehen uns wieder um 17 Uhr.